Also Freunde, heute geht es um ein Fallbeispiel. Wir sehen auf der anderen Seite Julian. Julian hat sich ja unter meiner Fittiche begeben und sich für den Ötzi vorbereitet. Und ich glaube, es ist auch mal ganz interessant, seine Geschichte zu hören. Julian, fang mal an. Erzähl mal so ein bisschen, was hast du gemacht, bevor du bei uns ins Coaching gekommen bist? Was ist so der sportliche Werdegang bis April gewesen bei dir? Ich bin früher als Jugendlicher Rennrad gefahren, in den 90er Jahren in Hamburg als Junge mit einem Kollegen und fand das irgendwie immer super, bin auch ein bisschen Mountainbike gefahren. Gab es eine lange Pause im Studium, bin ich wieder eingestiegen und dann hier nach Stuttgart gezogen, hier dann so ein paar Marathons gefahren und das kulminierte dann irgendwann in der Idee, mal den Ötztaler zu fahren. Das habe ich dann 2007 gemacht. Bin grandios gescheitert. Alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Nicht genügend Kilometer, viel zu schnell gestartet, schlecht verpflegt. Und dann irgendwie bis zum Jaufenpass gekommen und danach Rieseneinbruch und dann irgendwie in 13 plus Stunden das Ding nach Hause geschoben am Ende. Ja. Irgendwie den Besenwagen noch vermieden und dann danach kam zweites Kind und Promotion, Büro aufgebaut und so. War wieder eine lange Pause. Und dann habe ich mit Anfang Corona, erster Lockdown, habe ich so das Radfahren für mich wiederentdeckt. Und bin erstmal einfach so Plaisir wieder gefahren, habe ein paar Alpencross gemacht mit meinen Söhnen jeweils ein Mountainbike und habe irgendwie wieder richtig Spaß entdeckt. Dann ging mein Stahlrad, mein beliebtes, kaputt. Und dann habe ich das Projekt gestartet, mir ein neues zu bauen. Mit der Idee, da will ich jetzt nochmal beim Ötztaler an der Startlinie stehen. Und habe dann da gesagt, dann gebe ich mir jetzt 2 Jahre Zeit. Also Anfang Lockdown und dann habe ich gedacht, 22 könnte es klappen. Und bin dann, ich glaube, ich bin in 20, bin ich irgendwie so 3000 Kilometer in Summe gefahren, 21, glaube ich, in Summe 5000 Kilometer. Und dann 22, wollte ich irgendwie richtig gut trainieren und habe so ein bisschen angefangen. Dann habe ich Corona gekriegt, lange Pause gehabt. Dann habe ich gedacht, wenn das jetzt noch klappen muss, dann muss ich irgendwie sinnvoll trainieren. Dann habe das Netz durchsucht, nach irgendwelchen so automatischen Trainingseinheiten, fand das irgendwie alles blöd. Und dann habe ich Speedwell entdeckt und habe gesagt, hey komm, jetzt habe ich alles auf diese Idee gesetzt, jetzt lasse ich mich ja einmal richtig coachen und guck mal, was dann passiert. Ja, Und dann sind wir zusammen eingestiegen und dann April. ist die Reise losgegangen, genau. Wir sind ja im April gemeinsam dann gestartet. Ich glaube, es ist auch mal interessant zu erzählen, wie so die Vorbereitung für den Ötzi war. Du kannst ja gerne mal einmal einen Eindruck schildern, wie wir mit den Intervallen gearbeitet haben und auch vor allem, wie so die Stunden in der Woche aussahen, die du zur Verfügung hattest. Ja, genau. Also wir hatten dann Ende April angefangen, hatte ich mich gerade so von Corona erholt. Ich hatte mir gerade frisch Wattmesspedale gekauft, hatte irgendwie von nichts eine Ahnung und wusste von irgendeinem alten FTP-Test, den ich mal auf einer Rolle gemacht habe, le Ende letzte Saison, dass ich irgendwo so bei 225 einsteige. Und dann hatte ich so gesagt, ich fände es cool, wenn ich den Ötztaler in 10 Stunden irgendwas fahre. Und dann meinte Lauren, ja, das kriegen wir irgendwie hin. Und dann ging es trainingslos und dann war ich so die ersten paar Wochen war eher so Orientierungsphasen, hat Lauren ein paar Sachen mit mir ausprobiert. Mal so Stufen fahren, verschiedene längere Sachen habe ich dann Anfang Mai gemacht und so. Und dann stellte sich heraus, dass die Zahlen irgendwie alle nicht so richtig stimmen. Haben wir noch einen FTP-Test gemacht. Ich glaube, der erste war dann bei 265 Watt, wenn ich es richtig erinnere. Und dann war in den ersten Trainings aber irgendwie immer merkte ich, dass ich mich total zurückhalten muss. Und dann hat Laurin irgendwann nach einem Monat gesagt, pass auf, ich gebe dir jetzt ein FTP von 210, 310 und du guckst mal, ob du das aushältst. Und dann sind wir ohne weiteren FTP-Test einfach das immer mit diesen, als Basis mit diesen 310 gefahren. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich über die Zeit da immer wohler dann gefühlt habe und es ging irgendwie ganz gut. Und dann haben wir am Anfang noch so auch so V2 Max mittrainiert, laut Garmin-Uhr. Fing ich an bei 57 V2 Max und so Ende Juli war ich bei 71 Mal auf meiner Garmin-Uhr, was auch immer das heißt. Also es ist extrem hoch gegangen.
Ich hatte zwischendurch auch eine Leistungsdiagnostik gemacht. Da hat man mir diagnostiziert, dass ich sehr viel über die VO2 Max hole, dass der FTP, also die Laktatschwelle, gar nicht so wahnsinnig gut ist. Aber da fehlt mir einfach die Trainingsgrundlage. Und dass ich aber sehr viel, anscheinend mein Körper da sehr viel über das VO2 Max holen kann. Ja, wenn ich das mal so aus meiner Sicht auch nochmal schildern kann, ist es auch so, Julian hatte so, du hast ja um die 10 Stunden in der Woche zur Verfügung gehabt, unter der Woche eben weniger, am Wochenende dann so, wie es halt passt, eben mehr. Und der Trainingsansatz war eben am Anfang erstmal herauszufinden, wo sind die Stärken und Schwächen. Da haben wir dann eben auch mal anaerobe Power getestet, sind mal auch für ein paar Minuten All Out gegangen oder halt auch eben 20-Minuten-Tests gemacht. Und da hat sich eben auch ganz schnell rauskristallisiert mit dem folgenden V2 Max-Programm, eben um erstmal allgemein Leistung aufzubauen, dass die Leistung bei dir wächst wie so ein Hefezopf unter warmen Bedingungen. Also du hast immer wieder kontinuierlich Bestwerte geliefert, immer weiter aufgebaut. Und ja, dementsprechend war das eine sehr, sehr rasante Steigung, die wir dann hingelegt haben. Da ist es dann auch natürlich schwierig. Du hast eben die Kilometer gesagt, die du in den letzten Jahren gefahren bist. Ja, von so einer Grundlage zu sprechen, die du hattest, sondern da ging es dann wirklich darum, mit der Kürze der Zeit, die wir haben, versuchen die Leistung so maximal wie es geht nach oben zu bringen. Und dann, wenn wir eine gewisse Leistung haben, wo ich dann sage, okay, wir haben jetzt das Ziel für 10 Stunden, wenn wir mal das Pacing ein bisschen durchrechnen, dann sollte das eben passen für das Ziel, dass man halt dahingehend versucht, die Leistung zu ökonomisieren, glatt zu ziehen, dass du halt eben auch die Pässe über eine Stunde, Timmelsjoch auch über 2 Stunden dann eben auch fahren kannst. Das heißt, wir haben eben angefangen, erstmal die V2 Max-Einheiten zu machen, kurze, harte, intensive Einheiten, bis hinten raus dann in den letzten Wochen vorm Ötzi, dass du mal auch, ja, zum Beispiel sowas wie dann für dich privat einen Kommversuch gemacht hast, über 45 Minuten einmal All-Out-Belastung. Das ist ja dann schon mal eine Verschiebung der Intervallarten. Was auch so die FDP angeht, die ich dann bei dir so angesetzt habe, das war einfach auch basierend den Werten, die du im Training gefahren bist. Man hat einfach gesehen, die Schwelleneinheiten, die man vielleicht auch fährt, da bist du von der Herzfrequenz überhaupt gar nicht ausgelastet, so wie man das vorher bei diesen Testungen vielleicht erlebt hat. Heißt, da musste man immer weiter nach oben korrigieren, was positiv ist, so soll es ja auch sein. Ich glaube, es ist aber auch hier wichtig zu erwähnen, dass so eine Entwicklung, sagen wir mal, im Anfang vom Coaching bei 260 Watt an der Schwelle auf 310 innerhalb von ein paar Monaten doch schon auch etwas ist, was außergewöhnlich ist und jetzt nicht irgendwie hier proklam oder als das Wahre angepriesen werden sollte, dass das jeder schafft, sondern ich glaube, da spielt auch der Trainingseinsatz eine Rolle, dass du wirklich die Einheiten knallhart durchgezogen hast, aber auch sowas wie eben Genetik, Ernährung, das ganze Thema drumherum, dass da eben bei dir der Körper wunderbar adaptieren konnte. So, und so sah die Vorbereitung aus. Das Ziel für den Ötzi hatten wir ja dann für 10 Stunden angelegt. Dann hat sich aber ganz schnell irgendwie herauskristallisiert, dass wir das Ganze mal irgendwie ein bisschen weiter nach oben schrauben müssen, weil eben die Leistungswerte da waren. Du bist ja auch noch vorher Tour de Station gefahren. Das war auch nochmal so ein guter Richtwert für uns, um rauszufinden, okay, wie funktioniert das überhaupt mit diesen langen Bergeinheiten? Aber du kannst auch gerne mal beschreiben, wie dann so sich das verändert hat, ja, wie die Zielsetzung sich dann irgendwie entwickelt hat. Also erstmal vielleicht muss ich noch sagen, ich fand das super spannend, das selber kennenzulernen alles. Es hat mega Spaß gemacht, irgendwie diese Trainingseinheiten zu fahren und zu merken, wie selber merken, wie der Körper adaptiert. Ich trainiere in Kassel und Stuttgart, ich pendel da, habe in beiden Stellen gute Bergsegmente und konnte selber auch sehen, wie ich da irgendwie ständig besser wurde und das immer gar nicht glauben. Und hatte Das fand ich auch gut. Wir hatten am Anfang mal so ein bisschen geguckt, was die Trainingseinheiten sind. Und ich habe dann immer, je nachdem, was Laurin mir eingegeben hat, ich hatte in Kassel und Stuttgart so 5 Touren, die ich mir dann immer so hingelegt habe, wie das Training ist, sodass das relativ gut passte. So dass ich bin, glaube ich, zweimal auf der Rolle gefahren, weil ich das irgendwie ätzend finde. Habe Ja. alles draußen gemacht, auch bei Regen und notfalls mit Lampe. Und es ging immer echt gut auf. Und es hat einfach mega Spaß gemacht, so zu fahren. Und dann hatte ich 3 Vorbereitungsrennen, erstmal in den Vogesen, ein kleines Le Mascher heißt das, irgendwie so 135 Kilometer. Da habe ich zum ersten Mal bin ich mit Pacing gefahren und zum ersten Mal im Ziel angekommen ohne Kreislaufkollaps. Früher war das immer so, dass danach totales Inferno bei mir war.
Und war schon so, wow, krass, irgendwie, was geht hier ab? Am letzten Anstieg alle Leute noch überholt, weil ich irgendwie die Kraft gut eingeteilt hatte, habe das selber überhaupt nicht wieder erkannt, wie Radfahren auch sein kann. Und dann hatte ich hier den Alp Extrem gefahren, das ist so ein Jedermann-Marathon hier in Baden-Württemberg. Der lief auch richtig gut gefühlt, auch so bis zum Schluss alles raus. Bei der Tour de Station lief es eigentlich auch gut, da hatte ich aber extrem stressige Wochen davor. Hatte ich zum Schluss, konnte ich nicht mehr ganz, ich wollte eigentlich am letzten Anstieg noch 240 Watt treten und ging noch so 210. Habe ich also auch so auf letzter Rille zum Schluss das Ding noch nach Hause gefahren, aber war insgesamt irgendwie eine gute Platzierung und war, ich glaube, 140. oder sowas, von, was waren es? Auch ein paar tausend. Ja, es war eine vierstellige Zahl, das Ja, stimmt. Ja. war ich total happy mit und hat irgendwie richtig Spaß gemacht. Und die waren aber immer so 6, 7 Stunden. Und dann haben wir dann Richtung Ötztaler also ein bisschen die Pacing-Tabellen durchgespielt. Und dann kam irgendwann raus, dass ich auf der Originalroute könnte ich so 8,5 Stunden fahren. Und dann habe ich selber schon so ein bisschen Schiss davor gekriegt, weil ich dachte, ey, ich will jetzt nicht zu hoch pokern und dann brichst du wieder am Ende ein. Und dann stellte sich aber raus, dass in dem letzten Monat vorm Ötzi, da war ich die ganze Zeit in den Bergen in Frankreich im Haus, und konnte mich echt super vorbereiten, weil ich den ganzen August dann einfach endlos viele Höhenmeter gefahren bin. Ich bin vorm Ötzi nur im August irgendwie 28.000 Höhenmeter gefahren und kam dann zum Ötzi, hatte ich genau dieses Jahr dann 5.000 Kilometer. Also im Verhältnis zu dem, was ich früher gefahren bin, viel, viel mehr. Im Verhältnis zu anderen Ötztaler Teilnehmerinnen natürlich eigentlich ziemlich wenig. Ja. Aber fühlte mich dann eigentlich echt gut und habe gedacht, okay, also dieses Pacing, das können wir mal angreifen, ob das klappt. Dann kam ja jetzt dazu, dieses Jahr, dass mit diesen Streckenumleitungen sollte man so rund 20, 25 Minuten drauf addieren. Und dann wäre ich immer noch so 8 Stunden 50, 8,55 gefahren, laut unserem Pacing. Ja, muss man immer natürlich schauen, je nachdem, wie die Kletterleistung ist, wie schnell man ist, ist, glaube ich, die Top-Leute vorne. Die werden wahrscheinlich um die 10 Minuten vielleicht verloren haben. Dann natürlich, je nachdem, wie viele Höhenmeter man pro Stunde leisten kann, wird das immer mehr. Erzähl mal, wie lief es denn beim Ötzi dann? Wir haben ja die Pacing-Strategie durchgegangen. Du hattest Wattzahlen für jeden Berg. Du kannst mal gerne jeden einzelnen Berg von A bis Z einmal durch erklären. Ja, genau. Also ich hatte mir das dann alles aufs Oberrohr geschrieben. Was ist so das Mindestpacing, also die Mindestwattzahlen, was ist so das Max? Ich hatte mir die Max als Orientierung hingeschrieben. Die waren, wir hatten, weil wir gesehen hatten, dass wenn ich nicht zu schnell einsteige in den anderen Rennen, dass ich dann hinten raus eigentlich ganz gut das halten kann, hatten wir jetzt im Pacing gar nicht so krasse Unterschiede zwischen die Pässe reingegeben. Ich sollte die eigentlich alle so mit 85% fahren. Ich 80 hätte, bis 85, je also nachdem. mit Max 85, ja. Genau. Und dann nur am Timmelsjoch oben raus waren wir dann auf 75 runtergegangen. Und das wären dann bei mir immer so 260 Watt gewesen, die ich nicht überschreiten sollte. Und ich hatte mir so ein Range gegeben, mindestens 240, 245 und Max 260 und mich da so einzupendeln. Und dann erster Fehler, erster Tipp. Ich bin ziemlich weit hinten gestartet, bin auch nicht so der Attacke-Abfahrer und habe dann also bis Ötz auch kaum Plätze gut gemacht, nur so in der Ebene ein bisschen auch mal reingedrückt. Da habe ich ein bisschen mehr Watt getreten, weil ich gemerkt habe, es wird wuselig. Und wenn man dann da irgendwie so im hinteren Drittel ins Kühtal reinfährt, dann musst du teilweise vom Fahrrad absteigen, ne? Das ist total ätzend. Weil da kommen gleich am Anfang diese steilen Rampen. Alle ziehen sich plötzlich um Ja. und da ist nichts mit Pacing, ne? Da ist irgendwie durchwuseln und plötzlich stehen alle und dann habe ich schon gesehen, alle, die am Rand irgendwie überholen, dann waren da zig Leute mit Platten, ja, die waren durch die Böschung gefahren. Das heißt, es hat so bestimmt eine 20 Minuten gebraucht, bis ich mal irgendwie so meinen Tritt gefunden hatte im Kühtal. Und das ging dann ganz gut. Da sind ja auch so ein bisschen so Steigungswechsel drin. Ich glaube, ich hatte eine Normalized Power von 250 Watt rund, und fühlte sich super an. Kam oben an, hab noch schnell eine Wasserflasche aufgefüllt, hatte mein eigenes Mohn Pulver dabei.
um das gucken, dass das irgendwie alles schön verträglich ist. Dann ging es in die Abfahrt runter, war noch so ein bisschen feucht und ich bin, wie gesagt, nicht so der schnelle Abfahrer. Ist auch was, wo ich definitiv auch immer ordentlich Minuten habe liegen lassen. Bin zwar an diesem super steilen Stück dann auch meine 95 km/h gefahren, aber in Summe verliere ich da irgendwie relativ viel. Und so bin ich eigentlich gut übers Kühltal rübergekommen. Was war's? Ich guck mal kurz rein. Ich bin das Kühltal gefahren in 1 Stunde 12. Also Pacing hatte vorgesehen 1:14. Ich bin es gefahren in 1:12. Also irgendwie alles wunderbar. Und dann nach Innsbruck rüber eine Gruppe gefunden. Dann habe ich gemerkt, dass sich alle gegenseitig angucken und irgendwie es zieht nicht so richtig. Habe ich innerhalb von 2 Minuten war ich zweimal vorne. Und das hat irgendwie genervt, weil das waren immer so komische Tempowechsel drin. Da habe ich relativ weit vor uns noch eine andere Gruppe gesehen, habe mich mit so zwei, drei Leuten angeguckt und dann habe ich einfach mal ein bisschen härter reingetreten. Und dann sind wir so zu fünft, haben uns abgelöst. Musste ich wieder gucken, dass wir dann, als wir dann alleine waren, es hat gut funktioniert, dass wir wieder so ein bisschen drosseln. Ich wollte eigentlich nicht über 220 Watt fahren. Das ging dann ganz gut, kam in eine große Gruppe rein und dann irgendwie schön da mit über 40 rübergebrettert. Wunderbar, da musste ich auch nicht mehr führen, nur dieses kurze Stück am Anfang. Dann ging es im Brenner rein und dann ging das wieder los, dass sich alle anguckten und ganz komische Tempoveränderungen. Da war wieder einer vorne, der voll reingelangt hat und dann der nächste ist eingepennt. Und dann habe ich wieder so ein bisschen ein paar Leute angesprochen hier so, ich würde gerne eigentlich so 220 Watt fahren, wie ist es bei euch und so. Und dann habe ich eigentlich den Trick nochmal angewendet, dass als ich vorne war, bin ich mal kurz 260 Watt getreten und habe mir dann damit so 5 stärkere Leute aus der Gruppe rausgezogen. Und als wir dann alleine waren und der nächste vorne war, der ist dann auch gleich wieder mit 260 Watt weiter. Und dann habe ich gesagt, nee, halt, stopp hier. Lass mal ein bisschen runterdrosseln. Und das war dann super. So eine Sechsergruppe, mega gut funktioniert, bis Mitte Brenner. Und da sind wir dann von hinten auf eine ganz große Gruppe raufgefahren. Und da konnte man sich dann hinten drin verstecken, bis wir dann bei euch bei der Verpflegung waren. Lief super, war irgendwie voll gut. Verpflegung ganz kurzer Halt gemacht, nachgeladen. Ich glaube, ich habe dir meine Regenjacke gegeben. Ja. Und dann habe ich einen Ingwer-Shot genommen, weil ich gelernt hatte, das ist gut gegen Entzündungen in den Muskeln und das ist mir auch immer noch mal so ein Energieshot. Und dann war diese neutralisierte Zone am Brenner oben. Da hieß es eigentlich ursprünglich, das habe ich nie gecheckt, dass die Zeit am Brenner, wo man auf dem Fahrradweg ist und nur 20 km/h fahren, dass die das rausrechnen. Haben sie aber am Ende irgendwie nicht gemacht. Und alle sagten sich, hey, hier kannst du total langsam fahren, die Zeit gilt eh nicht. Und da habe ich tatsächlich auch ordentlich Tempo rausgenommen, habe da dann einmal irgendwie einmal ausgetreten und Wasser gelassen und irgendwie nochmal was gegessen und so. Habe ich bestimmt 5 Minuten liegen lassen, die einem aber dann doch nicht gut gezählt wurden, aber ist auch egal. Dann war ich auf der Abfahrt Brenner recht alleine. Nochmal probiert, an eine Gruppe ranzufahren, habe gedacht, nee, also die Kraft, die ich jetzt investiere, die. Man ist dann ja vor Sterzing abgebogen. Die hole ich dann da auf dem Anstieg nach Sterzing. An diesem Abbieger, ich habe, glaube ich, bei beiden Abbiegern Kühtai runter, wo diese extra 100 und ein paar Höhenmeter waren, und Sterzing, ich glaube, ich habe ein bisschen zu sehr reingelangt. Das war so eine Länge, da hat man das Gefühl, das kann man kurz wegdrücken. Ja. War vielleicht nicht ganz so schlau. Das war vielleicht so schon so mein erster Fehler, dass ich da ein bisschen zu sehr so harte Gänge gedrückt habe. Dann Jaufenpass rüber, alles gut angefühlt, war gut verpflegt, war warm dann. Und dann bin ich das Jaufenpass hoch, war eigentlich mein schönster Pass. Ist ja auch irgendwie voll angenehm zu fahren, gleichmäßige Steigung. Bin da mein Pacing gefahren. Ich hatte dann da eine Normalized Power von 240. Also bin so am unteren Ende gefahren, weil ich gesehen hatte, dass ich 10 Minuten schneller bin als meine Zielpace, also als die schnelle Zielpace. Weil ich durch diese Windschattenphasen total was gut gemacht hatte. Da habe ich gedacht, dann muss ich jetzt hier nicht komplett alles rauslassen. Und habe dann am Jaufen eigentlich auch nur überholt. Fühlte sich irgendwie gut an und habe gedacht, mehr brauche ich jetzt nicht investieren. Oben kurz Wasser nachgefüllt. Und dann ist eigentlich so der Punkt gekommen, wo sich für mich so ein bisschen das Rennen entschieden hatte. Oben am Jaufen fing es an zu regnen. Und dann ist mir auf der Abfahrt richtig bitter kalt geworden. Und dann wieder Jaufen, Abfahrt kann man auch nicht so viel mittreten. Habe ich schon so im Hinterkopf gehabt, hier Achtung, Krämpfe,
bisschen locker mittreten, habe ich gemacht. Und dann kam ich irgendwie in die ersten Rampen im Timmelsloch rein und hat es mir voll linken Oberschenkel einen mega Krampf reingehauen, was ich nicht kannte, hatte noch nie Krämpfe. Hab dann irgendwie auch Angst gekriegt, dass es jetzt für mich irgendwie auch vorbei sein könnte. Und habe dann total rausgenommen. Ich wollte eigentlich wieder so meine 240 Watt fahren und bin dann irgendwie 190 gefahren. Und war wieder die Verpflegung und habe dann irgendwie geguckt, immer gemerkt, wenn ich im Stehen fahre und zu sehr drückt, dann kommt es gleich wieder. Und dann habe ich es mit meinen 190, 200 Watt nach Hause gefahren, eigentlich das ganze Timmelsjoch, und habe da dann gegenüber dem schnellen Pacing nochmal eine gute halbe Stunde liegen lassen. Was ist dann am Ende für eine Zeit rausgekommen? Genau, also die offizielle Zeit ist 9:11. Das heißt, wenn ich diese Streckenumlenkungen abziehe, dann bin ich so irgendwie vielleicht so 25 Minuten langsamer gewesen als das, was wir uns ausgerechnet hatten, als gutes Pace. Also eigentlich gar nicht so endlos viel langsamer, trotz dem Einbruch da am Timmelsjoch, weil ich davor eben schon Zeit gut gemacht hatte. Bin total zufrieden, voll happy. Ist natürlich, wenn man sieht, ey, ich bin hier 10 Minuten schneller als das, was ich mir erträumt hatte, fühlt sich super an, konnte mich gut ernähren, habe da meine Ernährungsstrategie durchziehen können, Klamotten waren gut, alles Bombe aufgegangen, und dann kam dieser Krampf, ey, super genervt in dem Moment. Aber in Summe, wenn man überlegt, wo ich herkam, was ich mir ursprünglich mal vorgenommen hatte, total happy. Ist definitiv bemerkenswert und ich glaube, das zeigt dann aber auch tatsächlich so das Interessante, was dann den Ötzi auch ausmacht. Bei der Tour de Station bist du ja auch 6,5 Stunden Rennen gefahren, bis oben zum Jaufen. Das hatten wir ja auch schon mal in unserer Voranalyse geklärt, hatten wir geschaut, 5 Stunden 45 hast du gebraucht. Das ist ja ungefähr, sagen wir mal, eine ähnliche Renndauer, um halt 45 Minuten ein bisschen weniger, aber um der Körper muss gewissermaßen dasselbe oder ähnliche leisten. Und hier hat sich dann, glaube ich, dann auch einfach entschieden oder gezeigt, dass dann doch diese Grundlagenkilometer, das gewisse Volumen, was man auch ja, benötigt, um eben solche langen Distanzen leisten zu können, dass das eben sich bei dir bemerkbar gemacht hat, dass du es eben nicht hattest und ja, dass dann da der Körper eben doch am Limit war. Man muss auch sagen, ganz kurz, wie groß bist du und wie schwer war es dann endgültig, als du beim Ötzi gefahren bist? Also ich bin knapp unter 1,90, 1,89,5. Vielleicht zum Gewicht, als ich angefangen habe, ne? Anfang Corona wog ich mal 85. Und das ist dann über die Jahre runtergeputzelt. Als wir im Training eingestiegen sind, wog ich 74, 75. Also schon 10 Kilo weg. Und dann am Ötztaler stand ich mit 69 Kilo, was so ein Ticken zu wenig war. Ich kenne das von mir, ich kann essen, was ich will, dann, wenn ich so viel trainiere. Das fallen einfach alle Kilos ab. Ich glaube, mit 70 wäre es vielleicht sogar ein Ticken gesünder noch gewesen, dass da ein Das bisschen ist Substanz dabei ist. genau, das ist dann halt eben dieser auch der Punkt, der dann auch mit reinspielt. Ich glaube, wenn ich das Njaufen runterfahre mit bisschen Regen, mit meiner Masse, dann macht mir die Kälte vielleicht weniger was aus. Wenn man aber am Limit arbeitet, eben wie du, mit solchen Werten dann auch und dann runterfährt, dann kann es dann auch ganz schnell eben zu Ende sein. Und das hat sich dann auch gezeigt, in der Summe natürlich dann auch mit den wenigen Trainingskilometern, die man dann irgendwie vielleicht so im Rucksack mit sich trägt. Ja, man muss aber trotzdem sagen, dass das natürlich schon auch eine außergewöhnliche Leistung ist insgesamt, wenn man mal überlegt, bei dann doch einer gewissermaßen sehr trainingsintensiven Sportart mit aber dann doch wenigen Trainingskilometern dann so ein Rennen zu bestreiten und dann tatsächlich um die 9 Stunden zu fahren. Ja, das ist schon wirklich, das muss man auch mal anerkennen sagen, das war schon wirklich echt ein Brett. Man wünscht sich natürlich schon, dass man so diese Pacing-Strategie, die man sich am Anfang ausgelegt hat, die man so bespricht, dass man das natürlich auch durchziehen kann. Ich habe dich auch im Ziel einfahren sehen und da habe ich auch schon gesehen, okay, da ist auf jeden Fall ein bisschen Leid passiert vorher, weil das dann auch tatsächlich sehr, sehr schmerzverzerrt so aussah und du da auch mit dem letzten Tritt reingerollt bist. Ja, aber trotzdem, so wie du es ja beschrieben hast, ist es ja dann doch ganz gut gegangen und der Einbruch, der dann hinten kam, ich glaube, vielleicht, wir hatten es ja auch im Vorgespräch gesagt, vielleicht wären ein paar Watt möglich mehr gewesen.
wenn du vielleicht schon wusstest, wie man sich vielleicht bei so Kämpfen verhält, dass man das schon mal erlebt hat, dass du dann so ein bisschen sehr konservativ gearbeitet hast. Ja, aber das ist Spekulation und man kann da zufrieden sein. Ich würde da an demselben Punkt vielleicht noch mal ein Thema sagen. Du hast ja ein sehr spezielles Fahrrad. Wir haben ja schon mal in einem anderen Video von uns das ja, begutachten dürfen. Eins der leichtesten Stahlräder, die es so in der Welt gibt. Ist es aber auch so, dass du da auf diesem Rad eine spezielle Übersetzung hast. Und da ist dann vielleicht auch nochmal so ein Learning, wenn man wirklich dann solche Rennen bestreitet, dass man sich dann vielleicht doch nochmal den einen Sicherheitsgang mehr hinten auf die Kette Absolut. braucht. Aber da kannst du ja gerne nochmal ein paar Worte zu verlieren. Also das ist tatsächlich, ich hab mir so ein bisschen überlegt, was sind die Sachen, die super gelaufen sind und was ist schlecht gelaufen. Und ich glaube, Trainingsvorbereitung, wie du gesagt hast, ich glaube, wir haben alles rausgeholt, was ging in den Monaten. Ja. Verpflegung lief super, Klamotten lief super, letzter Monat vom Rennen lief super, minutiös geplant, alles gut, ne? Das Quäntchen, was gefehlt hat, oder das Quantum, noch ein bisschen mehr, waren einfach, ich glaube, ich hätte gut doppelt so viele Kilometer gebrauchen können, ne? Um Ja. dann eine mehr Grundlage zu haben. Und das zweite ist tatsächlich die Übersetzung. Ich habe mir jedes Ötztaler Tipp, Video und Blog-Eintrag durchgelesen und alles beachtet. Und alle sagen aber immer, fahr eine 30er-Kassette mindestens, ne? Ja. Und ich habe irgendwie eine alte Kamper-Rekord zehnfach auf dem Rennrad, weil das muss alles irgendwie stylisch super gut toll passen und so. Und da ist halt das größte Ritzel in diesem Kamper-Rekord-Paket ist ein 27er hinten. Und dann hatte ich schon überlegt, hey, wie kriege ich jetzt hier mehr Gänge drauf? Und dann habe ich mir so ein ovales Kettenblatt von Absolute Black in Subkompakt drauf gemacht, ein 32er klein vorne. Das ist dann 32, 48, glaube ich. Da mit hatte ich eine Übersetzung von 1 zu 1,8 und bin die ganzen Rennen davor ja damit auch gefahren, habe immer gemerkt, geht gut, auch mal so eine 20% Rampe dann einfach im Stehen wegdrücken. Aber meine Güte, habe ich mir am Timmelsjoch noch ein paar Gänge gewünscht, ey. Ja. Weil dann ging das nämlich ab, dass ich im Stehen sind die Krämpfe immer wieder reingeschossen und im Sitzen konnte ich das besser verarbeiten. Aber ich habe dann mit den 190 Watt auf dem kleinsten Gang in den zweistelligen Steigungszahlen hatte ich eine Trittfrequenz von 60. Total beknackt, ne? Ja. Also da hätte ich bestimmt einiges an Zeit gut machen können, einfach indem ich einen lockereren Tritt habe. Ja. Also diesen einen Tipp, den hätte ich doch noch mal ernster nehmen sollen. Ja. Vielleicht auch nochmal interessant, Krämpfe. Wir haben es ja auch in unserem Vorgespräch auch nochmal thematisiert. Es ist ja immer noch so, dass man nicht so hundertprozentig weiß, woher diese Krämpfe kommen. Und dann habe ich mir auch nochmal ein bisschen die Mühe gemacht, bin nochmal reingestiegen und habe doch nochmal versucht, ein paar Erklärungen mehr reinzuholen. Und unter anderem eine Erklärung ist eben, dass es neuromuskuläre Art ist. Also der Körper leitet ja über das Gehirn, über die Nervenbahnen einen gewissen Impuls an die Muskeln, dass sie jetzt eben arbeiten sollen, entspannen oder anspannen sollen. Und da gibt es eben diese Funktion von ja, Golgi-Sehnen-Apparaten, die eben genau diese Funktion umtransformieren und an den Muskel weitergeben, was von den Nerven kommt. Und es ist auch so, dass herausgefunden wurde, bei einer längeren, ausdauernden Belastung, ja, sind die auch Organe, auch also Golgi-Sehnen-Organe auch ein bisschen belastet, ermüden und können das Ganze dann nicht mehr umsetzen. Heißt, diese Verschaltung von verschiedenen Impulsen funktioniert nicht mehr und das hat dann vielleicht hinten raus als Folge, dass der Körper nicht mehr weiß, was er machen soll und es dann eben zu Überbelastung kommt und dann Krampf eben entsteht. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache, die vielleicht auch nochmal ein bisschen ja, einfacher zu verstehen ist, ist das Thema mit dem Wasserhaushalt. Da gibt es auch eine Übersichtsarbeit, eine Studie, die gezeigt hat, alles, was ja, mit Krämpfen zu tun hat, steht auch in Verbindung mit einem massiven Wasserverlust im Körper. Über 2% vom Körpergewicht, den man verliert, dort treten Krämpfe ja, häufiger auf. Das kann man bei dir vielleicht gewissermaßen ein bisschen ausschließen, weil du von der Verpflegung her doch schon dich top ernährt hast und auch hydriert durchs Rennen gefahren bist.
Ja, wir hatten ja am Ende rausgerechnet, oder das hast du ja schön ausgearbeitet, 80 Gramm Kohlenhydrate die Stunde hattest du ja dann tatsächlich aufgenommen. Und 8 Flaschen getrunken über das ganze Rennen. Genau, also So. da sprechen wir schon auch schon von einer sehr, sehr soliden Literanzahl. So, und dementsprechend kann das, wird es vielleicht auch mit reingespielt haben, aber jetzt nicht den entscheidenden Punkt gemacht haben in diesem Thema. Ja, dementsprechend Krämpfe ist noch so ein ungelöstes Phänomen, was kommen kann und dann eben dann auch mal den Gemütszustand verändern kann. Und den hast du ja dann schmerzhaft erleben müssen. So. Vielleicht kannst du ja noch mal was sagen. Ich habe das irgendwie, ich habe ziemlich viel rausgenommen und dann kam relativ am Anfang vom Timmels ja auch unsere zweite Verpflegung. Ja. Und ich habe im Nachhinein gedacht, ich hätte da nicht irgendwie schnell nachladen sollen, sondern wirklich einmal kurz vorm Rad steigen und 2, 3 Dehnübungen machen sollen, Beine ausschütteln, einmal runterkommen und dann richtig angreifen. Was hätte ich da besser machen können? Schwierig. Es ist, wie gesagt, noch so ein bisschen ein Fragezeichen, wie es am besten gelöst wird. Mein Tipp wäre tatsächlich genauso gewesen, wie du es dann gemacht hättest. Einfach weiterfahren und versuchen, mit einer möglichst niedrigen Intensität die nächsten Minuten einfach zu bestreiten, um so wenig muskulären Impact zu geben. Weil die Sache, die dann auch eben ist, ein statisches Dehnen, was ich jetzt einfach abseits von dem Fahrrad mache, ja, kann auch zu Muskelschäden führen. Ich überdehne auch den Muskel und dementsprechend ist es die Frage, ob es dann auch die beste Variante ist. Klar, man kann mit verschiedenen anderen Techniken auch eine gute Dehnung erzielen, ohne das hervorzurufen, aber im Prinzip muss man sich auch die Frage stellen, oder kommt noch ein anderer Punkt hinzu, der Körper, wenn du vom Fahrrad absteigst und ein paar Minuten verweilst, schaltet in den Regenerationsmodus. Und ja, möchte dann vielleicht gar nicht mehr diese Leistung nochmal aufbringen. Das heißt, da kommt man dann vielleicht wirklich zum Erliegen. Und das ist dann natürlich bitter, wenn man das ganze Timmels ja auch noch irgendwie hochfahren muss. Der Körper dann so in diese Bremse reinhaut und sagt, okay, wir haben uns jetzt maximal ausbelastet. Das ist ja eben ein Krampf. Der kommt ja nicht, wenn man top frisch die ersten Kilometer bestreitet, sondern eben, wenn man sich ausbelastet am Ende. Und das ist dann vielleicht tatsächlich nicht die beste Wahl. Ja, wenn man viel Zeit hat und sagt, die Zeiten sind alle egal, dann könnte man sagen, okay, dann machen wir wirklich jetzt mal eine Stunde Pause. Wir ernähren uns, verpflegen uns, tun auch mal, ja, oder konsumieren ein bisschen Eiweiß, Kohlenhydrate, langkettigere Sachen, dass der Körper wirklich so eine Regenerationsphase einmal durchlaufen kann und nehmen das dann wieder auf. Aber in so einem Rennen ist das natürlich nicht sinnvoll, weil man will ja so schnell wie möglich was absolvieren und das kann man machen, wenn man vielleicht bei einer Ausfahrt irgendwo strandet, und wo die Zeiten eh egal sind, sondern wo es einfach nur ums, ja, Erleben und Durchfahren geht. Das Da wäre gibt es so. noch einen Fun Fact. Als Ja. ich 2007 gefahren bin, haben die bei der großen Verpflegung am Timmelsjoch die Massagebänke gerade abgebaut, weil kurz danach mir der Besenwagen kam. Ja. Und als ich dieses Jahr da vorbeifuhr, waren sie gerade am Aufbauen. Ja. Also in Summe dann schon irgendwie schneller gefahren als Hast du den letzte Woche. Leuten gegrüßt und bist einfach vorbeigefahren. Ja. Da hatte ich kurz gedacht, das wäre jetzt schon noch lässig, irgendwie, wenn die mir kurz den Krampf wegmassieren. Aber Ja. So ist es aber. Passt. Julian, ich bedanke mich wirklich für das Gespräch. Ich denke mal, das ist wirklich Gold wert für den einen oder anderen, dass er sich da auch seine Informationen rausziehen kann. Wirklich von mir nochmal ein Punkt. Julian hat wirklich sehr, sehr strukturiert und diszipliniert die Sachen abgearbeitet und wir waren auch wirklich in einem stetigen Austausch und haben da vielleicht dann eben auch das Quäntchen eben versucht, immer rauszuholen. Dementsprechend das jetzt nicht so verstehen, dass eben jeder, der 5000 Kilometer im Jahr hat, ja, solche Leistungssteigerungen vielleicht erwarten kann. Da muss man dann schon ein bisschen gucken, was individuell möglich ist und ja, vielleicht mal die Erwartungshaltung für sich selber bestimmen und das abseits von, ja, vielleicht dann so einem Video machen, dass man mal wirklich in sich geht und guckt, okay, wo stehe ich gerade, was kann ich wirklich leisten? Und wie viel Zeitaufwand will ich auch dafür verbringen, weil die wenigsten werden vielleicht auch einen Monat vorher in den Luxus kommen, ja, morgens rauszufahren und erstmal ein paar Alpenpässe sich um die Ohren zu hauen. Ne? Also in dem Sinne, ich bedanke mich, Julian. ja, von mir auch riesen Dank. War super, das Training. Geht Ja, nächstes Jahr weiter. das ist ein Punkt. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr hier nochmal an derselben Stelle und berichten dann, wie es dann doch tatsächlich bei 8:30 wurde oder so. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Also, in dem Sinne, macht's gut und wir sehen uns. Ciao. Ciao.